Wir haben jetzt noch einige Kapitel vom Römerbrief vor uns und die können wir uns heute nicht alle mehr anschauen. Mein Schwerpunkt wird also Kapitel 9, 10 und 11 sein. Allerdings werde ich da jetzt weniger Details mit euch anschauen, sondern versuchen, das so überblicksmäßig zu erfassen, worum es da geht. Und dann würde ich gern noch zu Römer Kapitel 12, zu den ersten zwei Versen kommen. Und dann schauen wir, wie das mit der Zeit sich ausgeht. Gut. Dann schlage ich vor, ich werde wieder mit einem Gebet beginnen und ihr dürft wieder sitzen bleiben. Lieber Herr Jesus, wir sind dankbar für die Woche, für die Tage, die wir hier jetzt verbringen konnten. Wir danken dir für den Römerbrief und wir wollen uns heute einige spannende Fragen anschauen, die Israel und die Rolle Israels angehen. Herr Jesus, zum Schluss hat Paulus auch noch sehr viele praktische Ratschläge in seinen Brief gepackt. Und auch da wollen wir noch ganz kurz streifen, was so seine Schwerpunktsetzung ist. Ich bitte dich auch heute, sei du mit uns. Amen. So, meine Lieben, schlagt doch gleich mit mir den Römerbrief auf. Römer Kapitel 9. Ich habe mir da ein paar Verse herausgesucht, die wir gemeinsam lesen wollen. Kapitel 9, 10 und 11, das wäre ein bisschen zu viel und auch zu viel auf einmal. Fangen wir einfach einmal an mit Kapitel 9, die ersten fünf Verse. Und da sieht man, wie sein Herz nicht nur für die Heidenmission brennt, sondern auch für seine Brüder, für die Israeliten. Römer Kapitel 9, Abvers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlich Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und die Gottesdienste und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen, dem Fleisch nach, der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Also wenn wir das so lesen, dann spüren wir und merken wir, wie groß diese Liebe zu seinen Volksgenossen ist. Wie gesagt, eigentlich hat er ja den Auftrag bekommen, Heidenapostel zu sein, aber seine eigenen Brüder, seine Verwandten, die liegen ihm sehr am Herzen. Und auch hier haben wir wieder so ein bisschen einen Einblick in sein Seelenleben, wie Schmerzen und Trübsal, Traurigkeit, solche Wörter verwendet er hier, um zu zeigen und zu dokumentieren, wie sehr sie ihm am Herzen liegen. Und ich komme gleich zum Vers 6. Da kommt jetzt eine wichtige Definition für Israel. Und das braucht man sozusagen auch für alles Weitere, was dann noch kommt. Also dieser Vers 6 ist jetzt ganz spannend und wichtig. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten. Versteht ihr das, was er hier sagt? Also der zweite Teil jetzt. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten. Und dann führt er weiter aus, auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind. Also, was ist jetzt Israel? Das ist so die große Frage. Wie setzt sich Israel zusammen? Wer gehört zu Israel? Das ist der springende Punkt hier in dieser Fragestellung. Gut, ich überspringe jetzt einige Verse und wir gehen zum Vers 27. Und er zitiert wieder einmal das Alte Testament. Jesaja aber ruft über Israel: Wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Rest wird gerettet werden.
der Rest. Und da will ich wieder kurz einhaken. Wenn die Bibel vom Rest spricht, was meint sie? Die Theologen sagen, es gibt sogar eine Theologie des Restes in der Bibel. Werden bei der Sintflut alle Menschen gerettet? Nein, es ist eine ganz kleine Gruppe, ein Überrest. Ja. Denken wir an Elia und seine Zeit. Elia läuft davon und möchte eigentlich sterben, er ist ganz verzweifelt und er meint, er sei der Einzige, der noch übergeblieben ist. Und was sagt Gott zu ihm? Nein, es gibt da noch einen Rest. 7000 haben ihre Knie vor Baal nicht gebeugt. Ja, wie groß war denn Israel damals? Wie viele Einwohner gab es da in Palästina? Das war ja dann geteilt, Israel im Norden und Juda im Süden. Also ich weiß es nicht genau, aber ich sage zumindest etliche 100.000 Israeliten. Und wie viele sind gläubig? Ein Bruchteil, ein Rest. 7.000, das ist nicht viel. Okay? Und das zieht sich dann auch im Neuen Testament weiter. Werden alle 12 Jünger von Jesus gerettet? Nein, einer nicht. Werden alle Menschen gerettet? Leider nicht. Was sagt Offenbarung 12, Vers 17? Die Übrigen, das ist ein Synonym dazu, zu diesem Rest. Das heißt eigentlich das Gleiche. Ja? Also nicht alle werden gerettet, sondern die Gläubigen, die Richtigen, die wahren Gläubigen sind eigentlich immer in einer Minderheit. Das ist also nie die große Masse. Wie argumentiert die katholische Kirche? Naja, die sagen, wir sind über 1 Milliarde Katholiken, wir haben so viele Kardinäle und Universitätsprofessoren und den Papst, die können sich doch gar nicht alle irren, völlig ausgeschlossen. Ja. Da wird also mit der großen Masse argumentiert. Aber was sagt die Bibel? Nein, es sind nur die Übrigen, der Rest, der gerettet wird. Und genau diesen Gedanken greift Paulus hier auf. Wird also ganz Israel gerettet werden? Werden alle Israeliten irgendwann im Himmelreich sein? Nein. Und als Beweis für seine These zitiert er wieder das Alte Testament. Es wird nur ein kleiner Rest, ein Überrest gerettet werden. Schauen wir zum Kapitel 10. Und wir werden uns dann noch ein paar Details dann aus Kapitel 9, 10 und 11 anschauen. Aber ich will so einfach einen kleinen Überblick schaffen. Kapitel 10, Abvers 11. Denn die Schrift sagt, und schon wieder zitiert er das Alte Testament, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zustande werden. Also was ist entscheidend? Nicht die Abstammung vom Abraham, sondern der richtige Glaube. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zustande werden, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Gibt es da einen unterschiedlichen Weg der Erlösung im Alten Testament und im Neuen Testament? Haben wir schon gesagt, nein, gibt es nicht. Der Glaube ist entscheidend und egal, wann ich lebe und ob ich Jude oder Grieche bin, der Glaube ist entscheidend. Vers 12, die Fortsetzung. Denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Was ist das Kriterium? Der Glaube an diesen Herrn. Und das ist natürlich Jesus Christus. Wer ist also jetzt wirklich ein richtiger, echter Israelit nach der Definition von Paulus? Einer, der an den Herrn Jesus Christus glaubt. Nicht einer, der jetzt von Abraham abstammt, sondern auch die Heidenchristen können richtige Israeliten sein. Die gehören zwar nicht von der Abstammung dazu, aber zu diesem geistlichen Israel dazu. Schauen wir zum Kapitel 11. Und jetzt diskutiert Paulus Fragen, die vom Alten Testament her natürlich noch offen sind. Und da stellt er wieder eine Frage. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Im Alten Testament sind die Israeliten schon das Volk Gottes, keine Frage. Aber welche Rolle spielen sie jetzt noch? Jetzt sind doch die Christen das Volk Gottes. Und welche Antwort gibt er? Auf keinen Fall. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin.
Hat also Gott grundsätzlich alle Israeliten verworfen? Definitiv nein, weil er selbst, Paulus, ist ja eigentlich ein Israelit von der Abstammung her. Aber er ist nicht zugehörig zum geistlichen Israel aufgrund seiner Abstammung, sondern aufgrund seines Glaubens an Jesus. Ja? Vers 5. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Also dieser Gedanke des Restes kommt da noch einmal vor. Schauen wir zu den Versen 12, 13, 14. Wenn aber ihr Fall, da spricht er jetzt von den Juden, ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nationenapostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen retten möge. Wie viele? Einige. Werden alle Israeliten, alle Juden, alle Leute vom Staat Israel heute gerettet werden? Naja, nach dem, was Paulus hier sagt, wohl nicht. Ein Rest ist es, ja. Einige sind es. Und zu seinen Zeiten hofft er schon einige. Das ging nicht nach der großen Masse, er ist Realist. Er hofft auf einige. Vers 23. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Da hat er dieses Bild vom Ölbaum, wo Zweige ausgerissen werden, und er sagt jetzt, sie werden eingepfropft. Was ist das Kriterium? Wenn sie nicht im Unglauben bleiben. Wenn sie nicht im Unglauben bleiben, dann werden sie gläubig. An wen? An Jesus Christus. Das ist das Kriterium, um zu diesem richtigen Volk Israel zu gehören. Jetzt lesen wir noch Kapitel 11, die Verse 25, 26. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Und dann zitiert er noch einmal das Alte Testament. Ganz Israel. Wer ist ganz Israel? Die Juden? Und die Heiden, wenn sie beide an Christus glauben. Das ist immer das Kriterium. Also dieses neue Israel hat nichts mehr mit der Biologie und der Abstammung zu tun, sondern der Glaube ist jetzt das entscheidende Kriterium. Und er sagt, auch die, die aus den Nationen, das heißt aus den Heidenvölkern, auch die gehören zu diesem ganzen Israel dazu. Also wir müssen klar sehen, es gibt eine neue Definition für Israel, die er hier anbietet. Nicht mehr der Abstammung, sondern der Glaube an Jesus Christus. Das ist entscheidend. Gut, jetzt habe ich ein paar PowerPoint-Folien und ich schlage vor, schauen wir uns da ein paar Dinge an. Also, diese Kapitel 9, 10 und 11 sind so ein eigener Block und die behandeln diese Israel-Frage. Was war das Problem? Die Mehrzahl der Christen kam zu diesem Zeitpunkt schon aus dem Heidentum. Und die Mehrzahl der Juden hatte Jesus abgelehnt. Also da hat sich ein Größenverhältnis verschoben. Ganz am Anfang mit Petrus und der Pfingstpredigt, da sind alle Christen aus dem Judentum gekommen. Aber im Laufe der Jahre, wir sind jetzt im Jahr 57, 58 circa, da sind jetzt plötzlich die Heiden in der Mehrzahl gewesen. Da hat sich also etwas verändert. Was soll jetzt noch von Israel gehalten werden? Von diesem Israel, das ja aus dem Alten Testament schon eine große und wichtige Rolle gespielt hat. Kann Israel überhaupt noch gerettet werden, wenn es doch Christus im Allgemeinen verworfen hat? Einzelne sind schon gläubig geworden. Aber was ist jetzt mit Israel insgesamt? Was ist eigentlich mit diesen alttestamentlichen Verheißungen bezüglich Israels? Hat Gott sich da geirrt? Das ging doch so, wenn ich da manches im Alten Testament lese, als ob dieser Same Abrahams bis in alle Ewigkeit groß und wichtig wäre. Hat Gott da was versprochen
was er jetzt nicht einhält, weil er jetzt Israel beiseite schiebt und die Christen zum Volk macht. Was ist damit? Das sind so Fragen, wo ich mir gut vorstellen kann, dass die für die Leute damals vor 2000 Jahren absolut relevant waren, logischerweise. Wir sind jetzt in einer anderen Zeit, aber damals war das total wichtig. Hatte Gott nicht Israel erwählt? Naja, schon. Ja. In der Christenheit heute werden all diese Fragen unterschiedlich beantwortet. Ihr kennt das sicher, wir haben das auch schon kurz erwähnt. Viele evangelikale Christen schauen ununterbrochen nach Israel. Ihr Blick ist total fixiert auf den heutigen Staat Israel. Warum? Weil sie glauben und meinen, dass viele dieser alttestamentlichen Prophetien im heutigen Staat Israel noch eine Erfüllung finden werden. Ich nenne euch ein paar. Im Hesekiel, die letzten Kapitel, da wird ein neuer Tempel beschrieben. Und da werden auch Maße gegeben und so weiter. Der Tempel wurde nie so gebaut. Der Tempel zur Zeit von Jesus, der hat anders ausgesehen, der hat andere Maße gehabt. Der war nicht so gewaltig, wie der im Buch Hesekiel beschrieben. Und jetzt glauben manche Christen, da wird noch einmal in Jerusalem ein richtiger Tempel aufgebaut werden. Ein richtiger Tempel. Und was passiert dann? Dann kommt der Antichrist. Und der setzt sich dann buchstäblich in diesen Tempel, buchstäblichen Tempel, und wird dann eine große Verfolgungszeit auslösen. Das glauben die Dispensationalisten. Das ist also ein Großteil der Evangelikalen. Ja, und was passiert dann? Und dann wird Harmagedon kommen. Das ist auch wieder buchstäblich da unten in Palästina. So denken viele Christen. Und jetzt sagen sie, naja, Römer 10, Römer 9, 10 und 11, das wird sich noch einmal erfüllen und da werden alle Israeliten, alle Juden, die da unten jetzt leben und ja noch keine Christen sind im Großen und Ganzen, die werden dann alle noch Christen werden. Es wird also eine große Bewegung und Bekehrungswelle geben. Ich persönlich sage, das ist ein ganz schön böser Trick von Satan. Ich habe einmal mit so einem Evangelikalen länger diskutiert. Der war da so als Gast bei uns im Gottesdienst auch und bei Veranstaltungen. Und mit dem habe ich dann immer wieder über diese Fragen diskutiert. Und er hat immer nur von Israel und vom Staat Israel gesprochen und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, die entscheidenden Dinge werden aus meiner Sicht nicht da unten im jetzigen Palästina, in Jerusalem und der Umgebung passieren, sondern da müssen wir in andere Richtungen, andere Himmelsrichtungen schauen. Wir müssen nach Rom schauen. Wir müssen zu den USA schauen. Dort werden die entscheidenden Dinge passieren, nicht da unten in Palästina. Ich konnte ihn aber nicht überzeugen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, was passiert denn jetzt, wenn in Rom oder in den USA was passiert, so wie wir Adventisten das denken? Ein Evangelikaler wird das übersehen, weil er nur schaut, was da unten in Palästina passiert. Und da passiert nichts. Und er wartet und wartet und die entscheidenden Sachen werden an ihm vorübergehen, fürchte ich. Gut, also das sind schon berechtigte Fragen, die hier aufgeworfen werden. Ich persönlich glaube, dass diese alttestamentlichen Prophezeiungen nie eine Erfüllung finden werden. Da wird kein buchstäblicher Tempel gebaut werden, da wird kein Priesterdienst mehr eingesetzt werden, da wird kein Antichrist buchstäblich dort unten sitzen. Paulus spricht ja von diesem Antichristen im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Und da sagt, er setzt sich in den Tempel Gottes. Aber da glaube ich, ist nicht ein buchstäblicher Tempel Gottes gemeint, sondern die Gemeinde. Ja, die christliche Gemeinde, weil Paulus die christliche Gemeinde oft mit so Bausteinen in einem Tempel vergleicht. Das ist ein neues Bild. Es hat nichts mehr mit diesem buchstäblichen Tempel zu tun. Und da, glaube ich, herrscht in der Christenheit wirklich auch Unsicherheit und Verwirrung. Und das hat Konsequenzen.
Meine Frau hat eine sehr gute Freundin gehabt, die ist sehr gut evangelisch, in ihrem Denken eigentlich evangelikal. Und der Vater dieser Freundin, der war Superintendent der evangelischen Kirche in Niederösterreich. Und die Mutter interessanterweise war in einer charismatischen Gemeinde, ja. Also auch eine interessante Familienkonstellation. Und die haben immer nur von Israel gesprochen. Wir müssen dann nach Israel fahren und wir müssen Israel besuchen und wir müssen Israel helfen und so weiter und so fort. Und dieses Denken, Israel ist dermaßen wichtig, das kommt eben von diesen Überlegungen aus dem Alten Testament. Gut, schauen wir weiter. Es geht natürlich nicht nur um die Frage Israels, sondern auch Erlösung von Israel. Paulus hatte ja schon vorher in den Kapiteln 1 bis 8 die Erlösung erklärt. Und das setzt er jetzt in gewisser Weise auch noch einmal fort. Alle, sagt er, Juden und Heiden können aufgrund ihres Glaubens erlöst werden. Das sagt er im Kapitel 10. Erlösung aufgrund des Glaubens. Das ist nichts Neues, das hat er schon ab Kapitel 3 immer wieder gesagt. Der Weg der Erlösung ist für alle gleich. Also die Dispensationalisten, die sagen ja, bis zu Jesus und dem Kreuz ist man durchs Halten der Gebote erlöst worden und ab dem Kreuz bis heute wird man durch die Gnade erlöst. Und ich sage, das stimmt nicht, das haben wir schon besprochen. Abraham ist doch ein gutes Beispiel für Paulus aus dem Alten Testament, dass der Abraham aufgrund des Glaubens gerechtfertigt wurde. Gottes Ziel ist die Erlösung aller. Egal, ob die jetzt aus dem Heidentum kommen oder aus dem Judentum. Sein einziger Weg ist Jesus. Wer an Jesus, richtig an Jesus glaubt, der kann zu diesem Israel gehören. Wenn Gott alle gleich behandelt, dann kann er nicht die Juden verwerfen. Also das ist auch eine falsche Meinung, dass grundsätzlich alle Juden grundsätzlich verloren sind. Da gab es ja immer wieder im Laufe der Jahrhunderte Antisemitismus. Da wurde den Juden vorgeworfen, sie sind die Gottesmörder, sie haben Jesus am Kreuz gekreuzigt und sie sind schuld und sie sind schlechter Herr. Nein, die Juden haben genauso Chancen, gerettet zu werden wie die Heiden. Ja? Also alle Juden wie auch Heiden können angenommen werden. Gut, wer gehört jetzt zu Israel? Also bedeutungslos und entscheidend, ihr seht da die Überschriften. Die jüdische Abstammung, die ist bedeutungslos. Was ist entscheidend? Die Annahme der Lehre Christi. Und ich habe da nicht nur Texte jetzt aus dem Römerbrief, auch aus dem Galaterbrief und so weiter. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben, das sind die entscheidenden Kriterien. Was ist bedeutungslos? Abrahams Same zu sein, wie Paulus das selber formuliert. Was ist entscheidend? Den gleichen Glauben zu haben, so wie damals Abraham. Und auch die gleichen Werke zu tun, die Abraham getan hat. Das sind die Kriterien. Nach dem Fleisch geboren sein zählt nicht, sondern nach der Verheißung geboren sein. Das ist entscheidend und wichtig. Und die Beschneidung des Fleisches, buchstäblich, die braucht es nicht mehr. Die Beschneidung des Herzens ist jetzt entscheidend. Wir haben uns das schon angeschaut, aber ich sage das jetzt noch einmal. Römer Kapitel 9, Vers 6 definiert Israel neu. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Paulus spricht jetzt also von einem geistlichen Israel, das nichts mit dem heutigen Staat zu tun hat. Das muss uns immer wieder klar vor Augen sein. Der heutige Staat hat aus meiner Sicht eben keine Rolle mehr im Heilsplan Gottes. Das heißt nicht, dass wir dort nicht Mission betreiben sollen, im Gegenteil. Ja. Aber heilsgeschichtlich ist die Rolle Israels zu Ende gegangen. Früher waren sich die Adventisten einig, dass der heutige Staat Israel keine heilsgeschichtliche Rolle spielt. Heute gibt es aber Tendenzen, Israel doch wieder eine wichtigere Rolle einzuräumen. Da gibt es einen gewissen Jacques Ducat und ich werde da gleich noch mehr sagen. Vom Bibeltext, also Römerbrief jetzt, und dem theologischen Verständnis her halte ich dies für einen falschen Ansatz und Weg, dass man eben Israel hier noch einmal eine große Rolle zubilligt.
Jacques Ducamp ist ein wichtiger adventistischer Theologe. Er ist schon länger in Pension, ist aber noch sehr tätig, ist da gerade dabei, eine neue Kommentarserie herauszubringen, die also, ich vermute, mehrere Laufmeter lang sein wird, wenn man alle Bücher dann aufaddiert. Und dieser Jacques Ducamp hat selber jüdische Wurzeln. Er hat ein Doktorat in Hebräistik und ein zweites Doktorat im Alten Testament und hat über viele Jahre in Andrews an unserer wichtigen Universität Altes Testament unterrichtet. Martin Pröbstle kennt ihn persönlich sehr gut. Martin war auch einer seiner Studenten, hat mit ihm da auch einige Projekte durchgeführt und er hat auch gute Bücher geschrieben. Ich will aber ganz kurz ein Buch erwähnen, wo er eben auch auf diese Israel-Frage eingeht. Ich vermute, manche von euch kennen das Buch oder haben es schon einmal gesehen, Israels Rolle in der Heilsgeschichte. Das ist ursprünglich in Amerika beim Review, also beim offiziellen adventistischen Verlag herausgekommen. Aber das Buch war schon zum Zeitpunkt des Herauskommens ein bisschen umstritten. Wenn so ein Buch herauskommt, dann bin ich nicht als Autor allein zuständig, sondern dann gibt es andere Leute, die sich das auch anschauen und prüfen und ihren Sanktus dazu geben und dem dann schlussendlich zustimmen, dass das als Buch herauskommt oder noch Verbesserungsvorschläge machen. So läuft das in der Praxis. Und der Verlag, der Review, war bei diesem Buch nicht ganz sicher, ob manche der Punkte, die er da in seinem Buch vorträgt, nicht doch der alten adventistischen Sicht widersprechen würden. Was macht man in so einem Fall? Man wendet sich an das höchste theologische Gremium. Und wer ist das? Dieses Biblical Research Institute von der Generalkonferenz. Dort haben wir auch deutschsprachige Leute sitzen. Wer hat dort mitgearbeitet? Früher einmal ein Gerhard Pfandl, jetzt ist er in Pension. Wer ist noch immer dort? Ein Eckehard Müller. Ja? Ein Frank Hasel ist jetzt dort. Ja? Okay? Also das ist dieses Gremium. Und dann hat man die gefragt, was haltet ihr von diesem Buchmanuskript? Und sie haben gesagt, bitte nicht veröffentlichen. Und was hat der Verlag gemacht? Er hat es herausgebracht. Und was hat Lüneburg gemacht? Sie haben es übersetzt. So einfach geht das. Dieses Buch hat hier also so ansatzweise vorsichtig doch diesem Israel von heute eine doch ein bisschen wichtigere Rolle zugebilligt. Und in anderen Veröffentlichungen vom Jacques Ducamp kann man das auch lesen. Also, ich will euch nur darauf aufmerksam machen, dass was ich euch hier jetzt darstelle aus meiner Sicht, das wird nicht von allen Adventisten so geteilt. Ich persönlich glaube, der Staat Israel hat absolut keine Bedeutung mehr, auch für die Zukunft und für die Endzeit. Aber es gibt immer mehr Adventisten, Theologen, die hier sagen, ja, vielleicht gibt es da doch noch eine Rolle. Okay? Ich will da ehrlich sein. Gut, schauen wir weiter. Der Rest, das haben wir jetzt auch schon beobachtet durch die Verse, die wir uns angeschaut haben. Paulus spricht immer vom Rest, was heißt, dass nicht mehr alle Juden von Bedeutung sind, sondern nur der gläubige Rest, der Überrest, die Übrigen, die Minderzahl. Römer Kapitel 9, wir haben es schon gelesen, ja, dieser Rest und Römer Kapitel 11, noch einmal, dieser Rest. Das muss uns immer im Hinterkopf bleiben. Nicht ganz Israel, sondern nur ein Teil wird gerettet werden. Was bedeutet es, wenn Paulus jetzt sagt, ganz Israel? Ganz Israel setzt sich zusammen aus den eingepropften Zweigen des Ölbaums, das sind die gläubigen Heiden, und aus den wieder eingepropften gläubigen Juden. Das ist ganz Israel. Man könnte, wenn man das jetzt mathematisch auflösen will, so eine kleine Formel bilden. Folgende Formel gilt. Bekehrte Heiden plus bekehrte Juden ist gleich das ganze Israel. Oder wie ich ergänzen würde, das ganze geistliche Israel. Das hat nichts mehr mit dem Buchstäblichen zu tun.
Werden jetzt alle Juden gerettet werden? Das ist die Frage. Und ich sage, nein, das kann nicht sein, aufgrund dessen, was Paulus hier sagt. Ja? Werden alle Juden automatisch gerettet? Und ich habe jetzt mehrere Nein. Nein, sonst müsste Paulus nicht so klagen. Er macht sich ja Sorgen um seine Brüder. Wenn sowieso alle in den Himmel kommen, dann hätte er keine traurige Zeit erleben müssen. Nein, weil Paulus beweist, dass nur ein Rest, ein kleiner Rest, ein Überrest gerettet wird. Nein, weil der persönliche Glaube an Jesus das entscheidende Kriterium ist. Kein Automatismus. Der Glaube, der persönliche Glaube ist wichtig. Nein, weil sonst die Mission unter ihnen gar nicht notwendig wäre. Wenn sie sowieso automatisch gerettet werden, bräuchte es keine Mission geben. Nein, weil Paulus nur auf einige hofft, die gerettet werden. Wir haben das gelesen. Einige. Und jetzt will ich euch noch auf ein kleines Übersetzungsproblem in unseren Bibeln aufmerksam machen. Wir haben das schon vorher gelesen, Römer 11. Und ich habe da jetzt nur einen Teil von diesen Versen 25 und 26 herausgenommen. Und schauen wir uns das an, wie das da in der Lutherbibel steht. In der neuen Ausgabe. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und jetzt kommt's. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Und wie geschrieben steht, und dann kommt dieses alttestamentliche Zitat. Was heißt dieses so? Was bedeutet dieses so? So. Auf diese Art und Weise heißt das. Ja? So wird ganz Israel, dieses geistliche Israel, gerettet werden. Jetzt schauen wir uns eine andere Bibelübersetzung an. Neues Leben. Die ist ja eine moderne, kommunikative Übersetzung, von den jungen Leuten gerne gelesen. Und jetzt schaut, wie das dort übersetzt wird. Das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Und jetzt kommt's. Dann wird ganz Israel gerettet werden. Was passiert da? Von dem, was Paulus sagt, auf diese Art und Weise wird Israel gerettet, wird jetzt eine zeitliche Abfolge. Zuerst kommen die Heiden und dann wird schlussendlich noch einmal Israel gerettet werden. Im Grunde ist das eine Übersetzung, die vom Griechischen überhaupt nicht gerechtfertigt ist, sondern dieses dispensationalistische Denken aufnimmt und die Bibel der Theologie anpasst. Umgekehrt sollte es sein. Ja, zuerst sollte man die Bibel nehmen und die Theologie muss auf der Bibel gründen, aber nicht umgekehrt. Die haben also eine vorgefasste Theologie und passen jetzt den Bibeltext dieser Theologie an. Im Griechischen steht dort dieses Wort Houtos und das heißt so, das heißt auf diese Art und Weise. Das heißt nicht dann, definitiv nein. Also mit anderen Worten, diese modernen Übersetzungen sind manchmal sehr hilfreich, weil sie einen Text verständlich machen, haben aber die Tendenz, doch auch eine Interpretation mitzuliefern, die zu mindestens 95% richtig sein wird, aber gelegentlich einmal leider falsch sein wird. Und das wäre so ein Fall aus meiner Sicht. Ja, man kann sich jetzt natürlich auch noch die Frage stellen, ja, was sagt denn Ellen White? Wird es da unter den Juden noch eine große Bekehrungswelle geben? Ellen White sagt, relativ wenig. Ich habe hier gleich zwei Zitate, schauen wir uns die an. Da gibt es ein Buch, das heißt Evangelisation im Deutschen und auch im Englischen. Ihr seht da auch die Seitenzahlen, wo das herkommt. Juden kommen in die Reihen der erwählten Nachfolger Gottes und werden in diesen abschließenden Tagen zum Israel Gottes gerechnet. So werden, wie viele? Einige der Juden noch einmal wieder vereinigt mit dem Volk Gottes. Ging das nach viel oder nach wenig? Das ging offensichtlich nach wenig. Jetzt habe ich noch ein zweites Zitat, wo sie offensichtlich ein bisschen optimistischer ist. Unter den Juden werden viele bekehrt
und diese Bekehrten werden helfen, den Weg des Herrn zu bereiten, indem sie in der Wüste eine Straße für unseren Gott ebnen. Bekehrte Juden werden einen erheblichen Anteil bei der großen Vorbereitung haben, die in der Zukunft getroffen werden, um Christus, unseren Königssohn, zu empfangen. Sie spricht von der Zukunft, von ihrer Zeit aus. Ja. Also, um jetzt ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, wie viele aus dem Staat Israel noch Christen und Adventisten werden. Ich sehe da bei Ellen White, sie ist da einerseits zurückhaltend, andererseits dann doch wieder optimistisch. Lassen wir uns überraschen, wäre mein Vorschlag. Bevor wir kurze Pause machen. Es gab ja nur wenige Generalkonferenzsitzungen, die nicht in Amerika, sondern in Europa abgehalten wurden. Da gab es einmal Wien und dann gab es Utrecht. Und dort war ich damals auch dabei. Das ist in den 1990er Jahren gewesen. Und da war eine Morgenandacht, die mich sehr beeindruckt hat. Das war ein Russe, der hier erzählt hat aus seinem eigenen Leben. Und er hat Folgendes erzählt. Er sagt, ich bin jüdisch aufgewachsen in Russland, aber im Kommunismus war Religion natürlich verboten und verböhnt. Er hat also jüdische Eltern und einen jüdischen Hintergrund, hat sich aber dann vom Judentum eigentlich mehr oder weniger distanziert, ist dann älter geworden, erwachsen geworden und plötzlich hat er seine Liebe für das Judentum neu gefunden. Er hat angefangen, den Talmud und die Bibel und alles Mögliche zu studieren und wurde sozusagen fast schon ein richtiger Rabbi. Und dann hat er sich gedacht, jetzt bin ich fit, jetzt muss ich den Christen, die es trotzdem noch gab im Kommunismus, jetzt muss ich den Christen beweisen, dass sie völlig falsch liegen und das Judentum das Richtige ist. Und dann sucht er sich die nächste christliche Kirche, marschiert dort hinein und sagt, ihr liegt völlig falsch, ihr habt den Sonntag und nicht den Sabbat. Und diese Christen dort sagen, ja, wir haben den Sabbat. Das hat ihn ganz verwirrt. Er ist in eine Adventgemeinde gekommen, wie der Zufall so spielt. Und es war also wirklich beeindruckend, wie er da seine eigene Lebensgeschichte und Lebenserfahrung erzählt hat. Und ihr ahnt natürlich schon, wie sie ausgeht, diese Geschichte. Ja? Und er hat mit diesen Christen dort gestritten und hat gesagt, nein, das Judentum und das Alte Testament ist so und so. Nicht? Und dann haben sie ihn darauf aufmerksam gemacht, wie ist Daniel Kapitel 9, diese Prophezeiung auf den Messias, diese 70 Jahrwochen zu verstehen. Naja, und er kannte den Talmud. Und dort steht drinnen, verflucht sei, wer dies mit diesen Zahlen rechnet. Ja, warum steht das drinnen? Weil dann könnte ich draufkommen, dass Jesus Christus die Erfüllung dieser Prophezeiung ist. Ja, er hat dann trotzdem angefangen zu rechnen. Und es hat noch länger gedauert. Und dann wurde er Adventist. Ja, also es gibt schon Beispiele, wo auch überzeugte Leute aus dem Judentum heute Adventisten werden. Und das ist gut so. Und das ist schön so. Ich war jetzt schon ein paar Mal in meinem Leben in Israel. Dort gibt es ein paar Adventgemeinden, aber das sind meistens keine einheimischen, richtigen Israelis, sondern das sind Gastarbeiter, Amerikaner, Touristen, ein paar Araber. Es gibt ja auch einige zigtausend Christen in Palästina, die Araber sind, von der Abstammung her. Aber es gibt nur leider wenige richtige Israelis, die Adventisten geworden sind. Obwohl ich sage, der Schritt vom Juden zum Adventisten ist ja viel leichter als vom Juden zum Evangelikalen oder Katholiken oder sonst wohin. Ja? Also wir müssen da sicher noch mehr Anstrengungen unternehmen. Gut. Machen wir hier 5 Minuten Pause und dann will ich da mit euch noch ein paar andere Texte anschauen. Schauen wir uns noch 2 Texte an in diesem Abschnitt, wo Paulus auch christologische Aussagen macht. Also wir trennen uns jetzt von dieser Frage Israel, sondern wir schauen uns noch 2, 3 kleine Details an, die für mich wichtig sind.
Gehen wir noch einmal zu Kapitel 9, Vers 5. Im zweiten Teil sagt Paulus etwas über Jesus Christus. Und da kommt es jetzt darauf an, welche Bibelübersetzung ihr vor Augen habt. Ich lese da den ganzen Vers, so wie er bei mir in der Elberfelder steht, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch, also der Abstammung nach, Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Und jetzt stellt sich die Frage, sagt Paulus hier, dass Christus Gott ist? In manchen Bibeln klingt das so und in manchen Bibeln klingt das nicht so. Wenn jemand zum Beispiel die ganz neue Luther 2017 hat, dann klingt das nicht so. Das ist eine Frage dieser vielen Komma, die man dort gesetzt hat. Das Problem ist im Grundtext, in den ursprünglichen Handschriften, da gab es ja keine Punktuation, da gab es kein Komma, kein Punkt, gar nichts. Ja. Das war eine durchgehende Wurst, so nach dem Motto. Und diese Komma, diese Zeichensetzung, die ist also später sozusagen hinzugefügt worden. Und da kann man den Text jetzt so lesen, dass Christus dieser Gott ist, der gepriesen ist, oder dass da Christus ist und da Gott ist, der gepriesen wird. Und ich persönlich glaube, dass hier Paulus sehr wohl sagen möchte, dass Christus Gott ist. Aber es gibt natürlich auch andere Texte wie Johannes 1 und so weiter, die vielleicht dann deutlicher sind. Schauen wir uns den zweiten Text an. Römer 10, Vers 13. Da geht es wieder um diese Unterscheidung zwischen Juden und Griechen. Und dann kommt der Vers 13. Alle, die ihn jetzt anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Da spricht er natürlich von Jesus, der angerufen werden soll. Schaut einmal in eure Bibeln. Woher kommt denn dieser Satz? Joel Kapitel 3. Mit anderen Worten, das ist ein Zitat jetzt aus dem Alten Testament. Wenn ihr jetzt zum Joel-Text schauen würdet, das braucht man nicht machen, aber wenn ihr das anschaut, was würdet ihr dort sehen? Dort steht das Wort Herr, nicht so wie man es normalerweise schreibt, sondern in Großbuchstaben geschrieben. Ja, welche Bedeutung hat das jetzt, wenn im Alten Testament Herr in Großbuchstaben steht? Das sehen wir vom ersten Buch Mose bis zum Malachi, das kommt sehr oft vor. Dort steht dann in Wirklichkeit im hebräischen Text dieses JHWH, dieser Gottesname, Jahwe. Oder wie die Zeugen Jehovas sagen, Jehova. Aber Jahwe ist da wohl eine richtigere Lesart. Mit anderen Worten, was sagt Paulus hier? Wir sollen den Herrn anrufen. Das ist im Zusammenhang logischerweise Jesus Christus. Wenn jetzt aber Jesus Christus der Herr ist, der gleiche Herr wie der aus dem Alten Testament, dann würde das bedeuten, dass dieser Herr des Alten Testaments, vielleicht nicht immer, aber zumindest oft oder sogar sehr oft, eigentlich Jesus Christus ist. Wenn ich unter diesem Blickwinkel das Alte Testament lese, dann würde das bedeuten, das ist nicht Gott Vater, oft einmal, sondern tatsächlich Jesus Christus, der hier als Gott Israels auftritt. Okay, jetzt überlegen wir weiter. Die Gemeinde in Rom besteht wahrscheinlich aus mehr Heidenchristen als Judenchristen. Wie haben denn die Heidenchristen das Alte Testament gelesen? Konnten die Hebräisch? Die haben sicher nicht Hebräisch gelernt oder Aramäisch. Ja, wie haben sie dann das Alte Testament lesen können? In seiner griechischen Übersetzung. Und wie hat man dieses JHWH, dieses Jahwe des Alten Testaments im Hebräischen, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta wiedergegeben? Mit einem Kyrios, Herr. Herr heißt einfach Herr. Mit anderen Worten, jetzt spricht Paulus dann vom Herrn Jesus Christus und dann lesen die einmal im Alten Testament und dort heißt es, und der Herr sprach und der Herr machte und der Herr tat. Was ist die Folge?
Naja, wenn der Herr Jesus Christus von Paulus der gleiche Herr ist wie der im Alten Testament, dann ist das auch Jesus Christus. Hätte Paulus das als Missverständnis gedeutet, dann hätte er sie anders ausdrücken müssen. Aber für ihn war das kein Missverständnis, sondern absolut korrekt. Der Herr des Alten Testaments ist sehr oft einmal, vielleicht nicht immer, aber sehr oft Jesus Christus. Okay? Das ist also nur so ein Nebengedanke. Also wenn Paulus hier das Alte Testament zitiert und von Jesus spricht und dort steht aber Herr, und da gibt es viele Stellen im Neuen Testament, die das machen, dann muss uns klar sein, dass Jesus Christus eigentlich ja schon im Alten Testament auftaucht. Jetzt schauen wir uns noch einen schwierigen Text an. Römer 10, Vers 4. Was steht dort? Jetzt brauchen wir wieder unterschiedliche Übersetzungen. Die Lutherbibel sagt, Jesus ist das Ende des Gesetzes. Okay? Und das nehmen jetzt natürlich viele Leute und auch viele Christen her und sagen, naja, Jesus hat das Gesetz ja doch beendet und abgeschafft. Ja? Steht doch sogar da. Allerdings ist es nicht die einzige mögliche Interpretation. Schauen wir uns an, welche Interpretationsmöglichkeiten es da gibt. Christus hat das Gesetz aufgehoben. Das ist also das, was bei Luther und in der evangelischen Kirche und bei vielen Evangelikalen die gängige Lehrmeinung ist. Andere sagen, naja, Christus ist das Ende des Gesetzes als Erlösungsweg. Da sage ich, das glaube ich nicht wirklich, weil das Gesetz auch im Alten Testament nicht der Erlösungsweg war. Das ist also falsch geschlussfolgert. Warum nicht? Ja, weil Römer 4 Abraham ja zeigt, dass auch der Glaube des Abrahams entscheidend war und nicht das Gesetz. Christus ist das Ziel des Gesetzes. Und da kommt es jetzt auf dieses griechische Wort an. Welche Bedeutung hat es hier? Heißt es Ende oder heißt es Ziel? Und dieses griechische Wort Telos kann tatsächlich beides bedeuten. Oder Christus ist zwar Ziel, hat aber auch den alten Erlösungsweg beendet. Jetzt steht Römer Kapitel 10, Vers 4 natürlich nicht ganz isoliert da. Die Sache beginnt eigentlich schon mit Kapitel 9, Vers 30. Ja, das ist ein Abschnitt, der zusammengehört. Wir haben dann plötzlich Kapitel 10, Vers 1 und glauben, ein neues Kapitel, da fängt was Neues an. Dem ist aber nicht so. Ja, der Gedanke von 9,30 zieht sich da durch und wird hier fortgesetzt. Und jetzt möchte ich euch noch eine Geschichte dazu erzählen, zu diesem Abschnitt. Einer meiner Lehrer, ein Spanier, Roberto Badenas, der hat also Neues Testament unterrichtet, der hat eine Dissertation geschrieben über Römer 10, Vers 4. Und dieser Roberto Badenas war, oder ist, er lebt noch, eine wirklich interessante Figur gewesen. Er ist klein von Gestalt, aber sehr intelligent und gescheit. Das Erste, was er studiert hat, war klassische Philologie, das heißt Latein und Griechisch. Er hat zu mir einmal gesagt, naja, Latein liest er so flüssig wie Englisch. Jetzt muss man aber wissen, er hat auch einen Magister in moderner Philologie, das heißt in Französisch und Englisch. Ja? Also er kann gut Englisch und er kann also Latein genauso flüssig lesen wie Englisch. Und er ist auch im Griechischen äußerst gut. Und dann hat er nach diesen zwei Magistertiteln noch einen Doktortitel im Neuen Testament gemacht. Den hat er in Endros gemacht. Er war dort, hat dann diese Dissertation verteidigt und dann sind da mehrere Professoren immer anwesend und da sind dann auch nicht-adventistische Professoren dabei, damit das Ganze natürlich an Objektivität auch gewinnt. Und das ist üblich so dort. Und da war also ein nicht-adventistischer Professor, der das mitbeurteilt hat und der war dermaßen begeistert von seiner Dissertation und seine Dissertation war, was bedeutet dieses Wort Telos hier in Römer Kapitel 10, Vers 4? Und der war so begeistert von dieser Dissertation, dass er dem Roberto Badenas vorgeschlagen hat
und gesagt hat, ich habe da jetzt gerade mit einer neuen wissenschaftlichen Serie begonnen und sein Vorschlag wäre doch, dass man diese Dissertation auch in dieser Serie mit aufnimmt und herausbringt. Und der Roberto Badenas hat dem zugestimmt und dann war das der Band 10 in dieser Serie. Heute hat diese Serie, glaube ich, 400 oder 500 Bände schon. Okay? Jeder neue wissenschaftliche Kommentar zum Römerbrief kommt irgendwann zu Römer 10, Vers 4 und zitiert Roberto Badenas in der Fußnote. Viele zustimmend, manche stimmen ihm auch nicht zu. Ja? Und was war so seine Schlussfolgerung? Ich habe seine Dissertation, glaube ich, zweimal oder dreimal gelesen, weil mich das auch fasziniert hat. Was ist seine Schlussfolgerung? Er sagt, ab Kapitel 9, Vers 30 wird von Paulus im Grunde ein Bild verwendet. Das Bild des Wettlaufes. Das sehen wir nicht ganz so deutlich, wenn wir das so lesen, nur wenn wir darauf aufmerksam gemacht werden. Und er hat dann lauter außerbiblische Quellen herangezogen, die das eben durchaus stützen, was er da an These aufgestellt hat. Ich habe hier ein paar Stichwörter in meiner Folie. Vers 30, sie streben nach was. Ja, was wollen sie denn erstreben? Naja, das Ziel im Wettlauf, da geht es ja darum, jetzt beginnen die Olympischen Spiele, ne, das geht darum, dort der Erste zu sein. Sie erlangen, sagt Paulus, das hat was mit einer Zielflagge zu tun, die man erreicht oder eben auch nicht erreicht. Und manche kommen eben nicht dorthin. Warum? Weil sie unterwegs im Lauf stürzen, weil vielleicht dort ein Hindernis ist, ja? Oder weil sie in die falsche Richtung laufen. Sowas ist ja auch schon passiert. Da gibt es einen Stein des Anstoßes, also ein Hindernis auf diesem Weg zum Ziel. Dann spricht Paulus davon, dass man nicht zu Schanden werden soll, wenn jemand bei so einem Wettkampf eine schlechte Leistung bringt. Was passiert? Das Publikum buht diesen armen Sportler aus. Ja? So müssen wir uns das vorstellen. Ja? Und dann kommt Kapitel 10, Vers 4. Ja? Und das ist das Ziel, das ist die Ziellinie, die Zielflagge. Und Roberto Badenas hat also viele Stellen zusammengetragen in der außerbiblischen, in der heidnischen Literatur, wo dieses Wort Telos tatsächlich die Bedeutung Zielflagge hat. Okay? Weiter später im Kapitel 11 spricht er noch einmal vom Fall, also wenn jemand beim Lauf jetzt stürzt und stolpert. Also mit anderen Worten, seine Erklärung ist, Jesus ist nicht das Ende des Gesetzes, sondern das Ziel, auf das alles hinsteuert sozusagen. Und das macht natürlich in der Interpretation einen großen Unterschied. Ich zeige euch da jetzt noch zwei Vergleiche. Römer 10, Vers 4. Die Elberfelder sagt, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus. Die haben jetzt also versucht, beide Varianten einer Übersetzung in einem Wort unterzubringen. Und ich finde, das haben sie eigentlich gut gelöst. In der früheren Elberfelder ist dort gestanden, er ist das Ende, Fußnote, Ziel. Da haben sie das geteilt und jetzt haben sie ein Endziel draus gemacht. Die Lutherbibel sagt, Christus ist das Gesetzesende. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wo kommt dieses Wort Telos? Ihr seht es da ganz oben im Eck auch, im Griechischen. Wo kommt denn das im Alten Testament vor? Paulus sagt ja, Christus, das ist das Subjekt, ist, Hilfszeitwort sein, das Telos, Ende oder Ziel. Ja? Wo kommt sonst so eine griechische Konstruktion vor? Im Alten Testament ist interessanterweise in Prediger 12, 13 im Griechischen eine große Ähnlichkeit zu sehen in der Grammatik, in der Struktur des Satzes. Was steht dort? Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören, Elberfelder. Lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Oder die alte Luther, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Schlachter, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Als Ergebnis dieser ganzen Gedanken, neues Leben jetzt, ja. Also das ist das gleiche Wort Telos, was dort in Prediger 12, 13 in der griechischen Übersetzung des alten Hebräischen Testaments steht. Das finde ich durchaus interessant. Das zeigt, dass Paulus vielleicht eine Bedeutung aufnimmt, die ja in seinem alten Testament schon vorgegeben war.
Jetzt vergleichen wir das mit einem neutestamentlichen Text, einem Paulus-Text noch dazu. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Ziel der Weisung aber ist Liebe. Das Ziel der Unterweisung aber ist Liebe, Luther. Die Hauptsumme aller Unterweisung, die ältere Luther. Das Endziel des Gebots aber ist Liebe, Schlachter. Das Ziel meiner Unterweisung ist neues Leben. Ja, was heißt denn das? Die Übersetzung hier für Römer 10, Vers 4 mit Ziel kann ich mit dem Alten Testament und mit Paulus selbst im Timotheusbrief durchaus als sinnvoll stützen. Okay? Also verabschieden wir uns von dem Gedanken, dass Jesus das Gesetz abgeschafft hätte. Das ist die Schlussfolgerung. Ja? Also wir haben sprachlich, philologisch, theologisch durchaus Argumente, dass wir sagen, das Wort Ziel oder wie die Elberfelder sagt, Endziel, auf das alles hinsteuert, das macht eigentlich sogar noch mehr Sinn. So, jetzt schaue ich auf die Uhr. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Einen einzigen Text will ich mit euch noch anschauen. Und da sind wir jetzt weg von Römer 9, 10 und 11 und wir kommen zu Römer Kapitel 12. Schlagt mit mir Römer Kapitel 12 auf. Ab Kapitel 12 sind jetzt die praktischen Unterweisungen. Da geht es um die Liebe, da geht es um die Obrigkeit, ja? Da geht es um feurige Kohlen auf das Haupt des Feindes zu sammeln. Ja? Das sind also wirklich ganz, ganz schöne und wichtige Texte für unser praktisches Christenleben. Schauen wir uns an, wie Paulus diesen neuen Abschnitt beginnt. Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Halt mal da kurz inne. Opfer. Wie musste ein Opfer damals im Alten Testament ausschauen? Es musste fehlerlos sein. Wenn wir jetzt ein Opfer sind, dann sollten wir auch sehr gut sein. Ja? Es ist also ein Qualitätsanspruch an uns als Christen. Nicht im Sinne des Perfektionismus, aber wir sollten die Latte hochlegen. Und was ist es dann, sagt er? Es ist ein vernünftiger Gottesdienst. Vernünftig steht da. Wisst ihr, was im Griechischen steht? Logikos. Logisch ist damit verwandt natürlich. Ja? Also der Glaube hat was mit Verstand zu tun, hat aber auch etwas mit Gefühl natürlich zu tun. Wenn der Glaube nur mehr eine Gefühlssache ist, dann wird es gefährlich. Wir brauchen beides in einem ausgewogenen Verhältnis. Ja? Es ist eine Frage des Herzens, aber auch des Verstandes. Und jetzt schauen wir zum Vers 2, um den geht es mir hier eigentlich. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wenn ich im Neuen Testament das Wort Welt lese, dann gibt es unterschiedliche griechische Wörter, die da dahinter stecken. Zum Beispiel Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Dort steht das Wort Kosmos. Meistens ist es die böse Welt. Also es wird so implizit immer die böse Welt sein. Aber hier steht ein anderes griechisches Wort. Ja? Dort steht Aion. Das hat eigentlich etwas mit Zeitalter, mit Zeit zu tun. Die Schlachterbibel sagt, glaube ich, seid nicht gleichförmig wie dieser jetzige Zeitlauf. Okay? Ich würde das modern sagen, seid nicht so wie der Zeitgeist von heute. Ein Christ muss sich unterscheiden von den gesellschaftlichen und sozialen Normen, die vielleicht in der Gesellschaft gelten. Wir haben andere Werte. So, und jetzt schauen wir uns an, was hier in der Übersetzung an Unterschiede existiert. Die Lutherbibel sagt, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Wer führt diese Änderung aus? Nach der Lutherbibel. Wer? Wir, die Christen.
Jetzt nehmen wir die Elberfelder und vergleichen das. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Wer verändert da? Mache ich das selber? Also irgendwer anderer ist es, aber es wird nicht ganz genau gesagt, wer das wohl ist. Ja, wer könnte denn das sein? Naja, Gott oder der Heilige Geist, aber nicht ich selbst. Ja, wie geht das, dass hier ganz widersprüchliche Übersetzungen zustande kommen? Das ist jetzt schwierig. Ja? Was ist da passiert sozusagen? Ja? Was ist da los? Ändern wir uns selber auf dem Weg der Heiligung oder macht's Gott? Ich meine, das macht theologisch ja schon einen Unterschied. Gut. Gebt ihr mir noch 5 Minuten griechische und deutsche Grammatik? Nickt ihr noch immer? Ja? Okay. Also, wir können etwas im Deutschen aktiv oder passiv zum Ausdruck bringen. Ich nehme jetzt einen ganz simplen deutschen Satz, der hat nichts mit Theologie zu tun. Ja? Die Mutter wäscht das kleine Kind. Das ist aktiv. Die Mutter ist aktiv und die Handlung wird an ihrem kleinen Kind, sagen wir 2 Jahre, vollzogen. Die Mutter wäscht das kleine Kind. Jetzt könnte ich den Satz auch als passiv formulieren. Das kleine Kind wird von der Mutter gewaschen. Ändert sich da was am Sinn? Gar nicht. Ja, also der gleiche Sinn wird hier transportiert. Gut. Wir haben also aktiv und passiv im Deutschen. Das Problem ist, im Griechischen gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Das ist ein Medium, das steht so dazwischen. Das ist irgendwie aktiv und passiv gleichzeitig manchmal, könnte man meinen. Wenn ich da bei meinem Beispielsatz bleibe, wie könnte man den dann formulieren? Das kleine Kind wäscht sich selbst. Okay? Das kleine Kind ist aktiv und die Handlung wird am Kind selber, an sich selbst vollzogen. Es ist also aktiv und passiv gleichzeitig. Wir nennen das dann reflexiv. Ja? Und das Medium im Griechischen hat oft auch so eine reflexive Bedeutung. Jetzt haben wir im Griechischen ein Problem. Es gibt also hier eine Konjugationstabelle für aktiv, für Medium und für passiv. Allerdings da in dieser Frage sind Medium und passiv ident. Das heißt, ich muss überlegen, ist es jetzt ein Medium, das wäre jetzt die Luther-Übersetzung, ändert euch selbst, oder ist es ein passiv, das wäre die Elberfelder-Übersetzung. Okay? Von der griechischen Grammatik sind beide Übersetzungen denkbar und möglich und richtig. Die Frage ist, welche macht mehr Sinn? Und da behaupte ich, dass eigentlich, wenn ich den Römerbrief von den ersten Kapiteln her schon richtig verstanden habe, die zweite Variante nach der Elberfelder Bibel eigentlich theologisch, aus meiner Sicht zumindest, korrekter wäre. Nicht ich schaffe es, mich zu verändern zum Positiven. Wir sollen uns bemühen, keine Frage. Aber wer schafft es schlussendlich? Gott tut das. Und das ist auch so ein Phänomen, manchmal wird in so einem Passiv nicht gesagt, wer da eigentlich die handelnde Person ist, aber das ist dann so ein göttliches Passiv, ein Passivum Divinum. Und offensichtlich ist das hier in der Elberfelder vom Verständnis her auch so gedacht. Ich glaube, aufgrund dessen, was Paulus schon in den Kapiteln vorher gesagt hat, dass die Elberfelder hier korrekter ist. Gott wirkt das an uns, zum Glück. Okay? Wie hat die Schlachter das übersetzt? Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, Zeitgeist, ja, sondern lasst euch verwandeln. Wir stimmen dem zu, was Gott an uns wirkt. Und das wäre in dem Fall fast noch eleganter, sage ich hier, als die Elberfelder Bibel. Lasst euch verwandeln. Stimmt dem Wirken Gottes an euch und in eurem Leben zu. Noch eine letzte Frage und dann bin ich am Ende. Also aktiv, medium, passiv haben wir jetzt verstanden, das gibt's. Wisst ihr, was dort im Griechischen für das Wort verwandeln steht?
Ihr kennt das Wort. Metamorpho. Metamorphose. Okay? Woher kennen wir das? Naja, Kaulquappe wird zum Frosch. Raupe wird zum Schmetterling. Wie radikal ist denn diese Veränderung, die hier stattfindet? Ist das so eine kleine kosmetische Frage, wo ich da irgendwas abdecke in meinem Gesicht? Nein, diese Verwandlung ist absolut radikal. Von alt zu völlig neu und anders. Eine Raupe bewegt sich sehr langsam durch die Welt und der Schmetterling kann dahin fliegen. Ja? Also Paulus sagt, wenn ich mich von Gott verwandeln lasse, dann kann das ganz schön radikal sein. Der alte Mensch ist wirklich total alt und überholt und wir werden zu einem neuen Menschen, zu einer neuen Kreatur. Das ist eine radikale Veränderung. Jetzt sagen die Theologen, Kapitel 12, die Verse 1 und 2 sind wahrscheinlich die Überschrift für Kapitel 12, 13, 14 und so weiter. Ja? Also, wenn uns das gelingt, wenn wir unsere Leiber als lebendiges Opfer Gott darstellen, wenn wir diesen vernünftigen Gottesdienst haben, wenn wir uns eben nicht dieser Welt anpassen, nicht gleichförmig dieser Welt sind und uns von Gott verwandeln lassen, dann wird dieses christliche Leben funktionieren. Das ist unsere Chance, die wir nützen müssen. Gott will es. Wir müssen Ja sagen. Lieber Gott, arbeite an mir und verwandle mich zu einem noch besseren Menschen. Dann kommt eben diese Frucht des Geistes und dann werden wir sehen, wie groß der Unterschied zu früher ist. Das ist die Heiligung. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Okay, meine Lieben, wir sind am Ende angekommen. Ich hätte noch einiges anderes sagen können, aber wir müssen Schluss machen. Es ist 9 Uhr. Gibt es von eurer Seite noch eine Frage? Wenn nein, ist es auch gut. Jetzt wagt keiner mehr, eine Frage zu stellen. Okay, hier haben wir eine Frage. Bitte. Zu dieser letzten Stelle jetzt Römer 12. Hier heißt ja im Vers 1, dass wir unsere Leiber hingeben oder darbringen sollen. Ja. Dann steht, das sei euer vernünftiger oder logischer Gottesdienst. Und ja. Wie kann man das zusammenbringen? Das heißt, wenn ich meinen Leib hingebe, wieso ist das ein Ausdruck der Vernunft? Also, wieso sagt er, dass es per Definition ein vernünftiger Gottesdienst, den Leib hinzugeben? Wie kann man das? Also ich glaube, wir müssen uns erstens einmal vom buchstäblichen Sinn von Gottesdienst lösen. Das ist also jetzt nicht die Sabbatschule und die Predigtstunde, ja, sondern ich diene Gott. Um das geht's in meinem ganzen Leben, nicht nur 2 Stunden am Sabbatvormittag. Ja. Und wenn ich mein ganzes Leben Gott weihe, und das ist dieses Opfer, dann ist es Gott richtig dienen. Und dann werde ich eben ein liebevoller Mensch sein, dann werde ich nicht Böses mit Bösem vergelten, wie er dann weiter unten sagt. Ja, dann werde ich mit den Menschen in Frieden leben, dann werde ich meinem Feind, der hungrig ist, auch Speise zum Essen geben und dann wird eben die Liebe regieren. Ja, das sind die Schlussfolgerungen. Wenn ich Gott richtig diene, und da gehört auch unser Verstand dazu, dann werden wir liebevolle, und da ist wieder das Herz dabei, dann werden wir liebevolle Christen sein. Mein Leben. Also ich würde das jetzt auch im übertragenen Sinn verstehen. Ich gebe alles, was ich bin und habe, Gott und stelle es ihm zur Verfügung. Ja? So diene ich Gott. Voller Einsatz, volles Engagement. Und dann wird das christliche Leben ein richtig christliches Leben sein. Ich schaue so in die Runde, sehe keine Hände mehr. Weil es unsere letzte Stunde ist, da bitte ich euch, steht noch einmal auf, beten wir noch gemeinsam zum Schluss. Und wenn jemand mit mir noch sprechen will, ich werde noch einige Minuten hier sein und zur Verfügung stehen.
Lieber Herr Jesus, ich möchte dir wirklich danken für diesen spannenden und so wichtigen Brief, den Paulus damals vor 2000 Jahren geschrieben hat. Wenn wir Paulus im Römerbrief verstehen, dann verstehen wir, wie Erlösung funktioniert, wie Heiligung, wie Verherrlichung funktionieren. Dann verstehen wir dieses große Konzept, das dahinter steht. Herr Jesus, das spricht unseren Verstand an, aber es gibt uns auch Sicherheit, schenkt uns Frieden und es schenkt uns vor allem diese Gewissheit, deine Kinder zu sein. Herr Jesus, was gibt es Schöneres, als diese Zuversicht zu haben, die Paulus auch hatte, der dann zum Schluss im Römer 8 sagt, ich bin so sicher, mich kann absolut nichts mehr von deiner Liebe, Herr Jesus, trennen. Ich wünsche mir diese Sicherheit auch für uns. Ich wünsche mir auch diese Veränderung, diese Metamorphose zum Guten für uns. Vielleicht dauert es ein Leben lang, bis wir am Ziel ankommen und diese Frucht des Geistes noch deutlicher wird. Aber ich möchte dich bitten, lass uns ein hohes Ziel haben, aber auch die Gewissheit, dass du es an uns wirken wirst. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für Paulus, für sein Leben, für seinen Brief, für seine Mission, für sein großes Vorbild. Sei du mit uns, wenn wir ihm nacheifern wollen. Ich danke dir dafür. Amen.